wenn das Küssen ist, dann lasse ich das so wirklich. Wenn das immer so weitergehen soll, bin ich raus. Wie war dein erster Kuss? Stürmisch. Ziemlich eklig. Wild. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Merkwürdig. Zaghaft. Kuss mit oder ohne Zunge? Man wusste auch gar nicht, wie es geht. Ich überlege gerade, ob ich mich überhaupt daran erinnern kann. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Gar nicht mehr. Feucht. Es war intensiv. Random. In einem Auto. Ich habe es mir viel toller und cooler vorgestellt. Wir haben uns bei Knuddels kennengelernt. Wie alt warst du? Ich war im Kindergarten. Wir saßen im Stuhlkreis. Er hieß Julian und hat mich einfach auf den Mund geküsst. Das war halt in der Kita, aber es war ein Zungenkuss. Ja, und der Typ hieß Lukas. Und wir haben uns danach beide übergeben und wir hatten davor Gurkensalat gegessen. War ich denn da? 13? Ich war 16, glaube ich. 19, 20? Ja. Wir haben uns getroffen und sind spazieren gegangen und dann haben wir uns im Park hingechillt und dann haben wir Polaroid-Fotos gemacht. Und dann meinte sie zu mir, voll romantisch und kitschig eigentlich, aber sie so, schließ die Augen und dann, weil wir hatten nur noch ein Polaroid-Bild und dann hat sie ein Polaroid-Bild gemacht und mich dabei geküsst. Romantisch. Ich hab's so sehr gewollt an dem Abend. Wir haben uns verabschiedet und ich hatte das Gefühl, es musste heute passieren. Heute wäre der Tag gewesen. Und dann bin ich gegangen, ich stand im Fahrstuhl und hab gedacht, Mensch, das war der Moment. Und bin wieder hochgegangen, hab sofort wieder geklingelt und wir haben uns geküsst. Wirklich schön. Ich weiß nicht, es war in einem Kino. Ich glaube, wir hatten damals Pers, ich liebe dich geschaut. Also sehr kitschig. Ich erinnere mich noch, dass auf jeden Fall dieses unglaubliche Feuerwerk in meinem Bauch zu spüren war. Der erste Zungenkuss war furchtbar. Gar nichts damit anfangen können mit dieser Zunge in meinem Mund. Das musste ich danach erst mal lernen. Dass das Spaß machen kann und dass das was Schönes ist. Da standen dann unsere Freunde ganz oft so um uns rum und so und haben dann immer so gesagt, ja, küsst euch doch mal. Hat das Ganze natürlich nicht angenehmer gemacht. Das war unangenehm eigentlich, weil alles war total so, man wusste überhaupt nicht, was man machen soll irgendwie. Hat dann aber miteinander rumgeknutscht und am nächsten Tag habe ich auch irgendwie gar nicht mehr mit dem in die Augen schauen können. So. Also es war irgendwie, ja, schon cringe, würde ich behaupten. Ich glaube, ich war 13 oder so und ich war auf Kur. Oh Gott, wenn meine Eltern das sehen. Scheiße. Genau, ich war auf Kur und ja, da hat man sich auf jeden Fall ausprobiert. Sehr schleimig, sehr feucht und sehr zahnlastig. Hat so geklackt? Ja. Ich dachte, ich verliere meine Schneidezähne. So sehr hat's geklackt. Ich dachte, wenn das Küssen ist, dann lasse ich das so wirklich. Wenn das immer so weitergehen soll, bin ich raus. Schon irgendwie erschreckend. Also ich bin ziemlich... Na, prüde will ich nicht sagen, aber behütet aufgewachsen und man soll schön vorsichtig sein und nicht so wirklich aufgeklärt. War wahrscheinlich richtig awkward, keine Ahnung. Ja, das ist die Frage, ob man jetzt den ersten Kuss bei Wahlweit oder Pflicht nimmt oder den ersten Kuss, weil man mit jemandem zusammen war. Also, die Story war kurz gesagt so, dass wir Flaschendrehen gespielt haben und wir beide wären dran gewesen, uns zu küssen. Und dann hat er gesagt, nee, unser erster Kuss sollte nicht beim Flaschendrehen sein. Und dann haben wir uns danach so ein bisschen zur Seite genommen und dann da so kurz so. Ja. Gartenhäuschen ihrer Eltern. Und die hatten auch so rote Vorhänge mit weißen Herzchen dran. So richtig klischeehaft. Und die haben wir zugezogen. Und haben dann zum ersten Mal geküsst. Wir beide miteinander. Mit Zunge. Team Vierspucke oder Trocken? Schon so lange her. Also ich bin eher, also heute viel Spucke. Das war Team viel Zunge. Oh ja, das kenne ich. Ganz normal, flüchtig bloß so und die Lippen aufeinander und dann ist gut. Und ich habe tatsächlich vorher mit meinem Bauzi geübt. Jetzt wird mir ganz heiß. Bauzi, das war so mein Kuscheltier, den habe ich heute noch. Das waren quasi Hunde, die man aus dem Tierheim befreit hat.
Ja, und den habe ich geküsst, mit Zunge. Der war sehr schön, das war mit meinem ersten Freund auf dem Riesenrad, auf dem Rummel. Und mir gegenüber saß meine beste Freundin. Es ist awkward, dass deine Freundin gegenüber saß, weil ich würde mich ja. Nicht richtig awkward finden. Das war super awkward für sie, vor allem da saß nicht nur sie, sondern noch so ein Typ, den wir an demselben Tag kennengelernt haben. Ich war mit dem Typ dann 7 Jahre zusammen. Jetzt nicht mehr, aber die Freundin habe ich immer noch. Eklig, weil es mit einem Jungen war. Ich hatte nämlich das Problem, dass mit 13 so das Gerücht drum geht, ich könnte lesbisch sein. Das war ganz schlimm, weil homosexuelle Personen an unserer Schule nicht geoutet waren. Und das bedeutete, alle, die irgendwie ein bisschen anders aussahen oder ein bisschen sich als Männer weiblicher oder als Frau maskuliner gegeben haben, dem wurde immer so hinterhergesagt, dass die lesbisch oder schwul sind. Und irgendwie komisch, und das war irgendwie immer etwas Negatives. Und als dann das Gerücht drum geht, gegen ich könnte lesbisch sein, habe ich dann jahrelang noch versucht, auch Jahre später, zu zeigen, dass ich es nicht bin, indem ich dann zum Beispiel in der Disco, damit das alle mitbekommen, mit Jungs rumgeknutscht habe. Und ich erinnere mich noch dran, dass ein mexikanischer Austauschschüler, ich glaube, er hieß Alejandro, in der Disco war und er mit mir rumgeknutscht hat und mich begrapscht hat. Und ich glaube, für ihn war das total cool und aufregend. Und für mich war das einfach nur ganz eklig. Aber ich habe es gemacht, damit andere das halt sehen, dass ich mit Jungs rumknutsche und deswegen natürlich nicht lesbisch sein kann. Unangenehm. Weil es mein erster Kuss war und das irgendwie so voll die Barriere war für mich, dann wollte ich auch nach Hause. Ich bin auch gegangen. Also das war so überfordernd, dass das jetzt gerade passiert ist, weil ich voll die Spätzünderin war, dass ich das dann erstmal sacken lassen musste. Weil ich glaube, der wollte mir auch an die Wäsche und ich war so erstmal ready für so. Mein erster Kuss war super cool auf eine Art. Also ich bin, ohne dass meine Eltern das wussten, in eine andere Stadt gefahren für einen Tag. Und habe mich da mit einem Jungen getroffen, den ich übers Internet kannte. Und dann haben wir 5 Stunden lang uns geküsst und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Und ich muss sagen, es war eine gute Experience. Habt ihr danach noch Kontakt gehabt? Nee. Also am nächsten Tag ist ihm dann aufgefallen, dass er mich doch gar nicht so hübsch fand und dass er sich in der Öffentlichkeit für mich schämen würde. Und das hat er mir dann relativ direkt gesagt und mich ein Jahr lang geghostet und lauter so Kram. Was ein einfach. Bis auf, dass er dann gesagt hat, ich bin aber nicht schwul. Und da war ich so, oh, okay, das war nun mein erster Kuss, großartig. Schlecht, der war nicht gut. Ich war ein bisschen zu sehr betrunken und ich weiß auch nicht mehr, wie er aussieht. Aber meine Freunde sagen, er war süß. Ich saß im Zug mit einem Freund, aber wir wussten, dass es eigentlich irgendwie mehr sein könnte. Und dann waren wir eigentlich schon kurz vorm Aussteigen, ich hatte eine Station vor ihm. Und dann hat er irgendwie so gemeint, ja, sollen wir es jetzt machen? Und dann habe ich nur so gemeint, ja, ich weiß aber nicht wie. Und ich habe mega gemerkt, wie mein Herz rast. Und dann hat er mich einfach geküsst und ich wusste gar nicht, was ich da tue. Und habe einfach nur gespürt, wie ich so richtig, richtig, richtig nervös wurde. Und das war auch irgendwie nicht schön. Also es war kein schöner erster Kuss, aber wir haben dann nochmal geübt beim zweiten Date. Merkwürdig, weil es mit einer guten Freundin war und wir in der Sauna saßen. Wie alt warst du? 22, 23 so. War das für dich eine Drucksituation, dass du mit 22 deinen ersten Kuss hattest? Ja, in gewisser Weise schon. Also es war immer sowas, man hat es irgendwie so im Hinterkopf, war, ich habe das noch nie gemacht. Wenn ich jetzt irgendwie in so eine Situation komme, ist halt blöd, wenn ich das nicht kann. Und ich glaube, deswegen war es halt auch dann mit dieser guten Freundin. Die war, also sie steht eigentlich mehr auf Frauen. Und wir haben irgendwie darüber geredet und sie hat gesagt, ja gut, dann lass doch jetzt einfach mal knutschen und ich zeig dir, wie es geht, sozusagen. Und dann haben wir das so gemacht. Und es war aber schön. Aber das, weil halt auch dieses Vertrauen so da war. Und wir waren so in der Tanzfläche und haben so, wie man halt so getanzt hat irgendwie, und dann halt so näher gekommen und dann so geknutscht und dann so lange so irgendwie den hier gemacht. Und es war unglaublich nass und so unerotisch tatsächlich. Ah, das ging gefühlt forever. So, ich wusste gar nicht, wie man dann irgendwie dann da rauskommt. So, es war auch nicht schlimm oder so, aber es war einfach irgendwie, ja, keine Ahnung. Und dann, genau, irgendwann war es dann vorbei. Dann bin ich schnell zu meiner Freundin gegangen, um die zu erzählen, wie aufregend das war. Ja. Vor allem hat es Spaß gemacht, weil sich noch das zu erzählen. Also Freundinnen dann zu sagen, ich hatte jetzt den ersten Kuss.
Das war fast, glaube ich, noch greater als der Kuss an sich. Wie war euer erster Kuss? Seid ihr eher so Team viel Spucke oder Team wenig Spucke gewesen? Und wenn ihr mögt, dann schickt das Video hier doch auch gerne an die Person, die ihr das erste Mal geküsst habt. Und hier drüben kommt ihr jetzt noch zu einem Video von Follow Me mit Laura, die darüber spricht, wie es ist, mit 23 noch ungeküsst zu sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!